Hallo, mein Name ist Pavel Horák. Herzlich willkommen zu Jagdfieber. Herzlich willkommen zu Jagdfieber. Mein Name ist Markus Assemacher, Hallensprecher der Füchse Berlin, und heute erlebten 6.487 Zuschauer leider Gottes eine Niederlage gegen den TSV Hannover Burgdorf, und mein heutiger Studiogast ist Pavel Horák. Heute zu Gast bei Jagdfieber, die Frohnatur im Team der Füchse, immer freundlich, immer gut gelaunt, zuletzt leider viel zu oft verletzt. Goldgolfer Pavel Horák. Ich sitze hier in meinem Trikot mit der Nummer 91 für die Vereinsgründung 1891. Leider sitzt mein Gesprächspartner, mein Studiogast, hier heute nicht in seinem Trikot mit der Nummer 28, weil er muss von außen zugucken. Pavel, leider musst du das Ganze von außen angucken. Wie schwer ist das Ganze? Ja, sowas fällt immer sehr schwer, wenn ein Spieler nicht spielen darf und muss das Ganze von außen beobachten. Und umso schwer ist das, wenn es nicht gerade läuft und so wie heute, wenn man verliert und man nicht der Mannschaft helfen kann. Die Jungschen müssen gerade ziemlich viel durchspielen. Die können natürlich noch bei weitem nicht so konstant spielen wie die Altgedienten. Also wir erwarten sehnsüchtig deine Rückkehr. Wann wird es ungefähr wieder sein? Das wissen wir noch nicht genau, aber es sollte in ein paar Wochen wieder so weit sein, dass ich wieder spielbereit bin. Dass du dann unseren Jungs in der Abwehr und vor allen Dingen auch im Angriff helfen kannst. Was waren deiner Meinung nach die Gründe heute, dass es nicht gereicht hat? Ja, der größte Grund dafür war, dass wir in der Abwehr nicht aggressiv genug waren und dass wir nicht mit den Kreisläufern und mit den gut aufspielenden Rückraumschützen vom Hannover klargekommen sind. Und man hat es gesehen, wir hatten mehr Spieler, die nicht in ihrer Topform waren, und das fehlt uns, wenn uns so viele Spieler ausfallen. Und auf einen überragenden Spieler, Petar Nenadic, kann man nicht die ganze Last und die ganze Tor drauflegen. Der hat übrigens heute, ich glaube, 13 Tore gemacht, und ein paar davon sehen wir bestimmt jetzt. Der Spielbericht zum heutigen Spiel. Es sollte einfach nicht sein, auch wenn sich die Füchse Sekunden vor Schluss noch die Möglichkeit auf den 29:29 Ausgleichstreffer erspielt haben, verliert das Team von Trainer Dago Sigurdsson binnen kurzer Zeit zum zweiten Mal. Alle muss denken, was ist laufen, ist gut. Was kann wir machen besser? Alle. Ich bin der Erste, der Capitano, ich bin der Letzte. Was ist passiert, was kann ich besser machen? Und dann kämpfe wie Männer, wie wir sind. So, wir sind Männer, no? So wie wir gehen. Oh. Männer, die zunächst gut in die Partie starten. Fabian Wiede mit dem ersten Berliner Treffer. Auf der Tribüne verfolgen Berlins Verletzte, wie beispielsweise Kolja Löffler und Pavel Horák, die Partie und sehen, dass Spielmacher Petar Nenadic bereits früh in Torlaune ist. Und dass ihr Team zu Beginn der Partie gefällig kombiniert. Kreisläufer Jesper Nielsen mit dem 4:3. Gut aufgelegt bei den Hannoveranern ist Ex-Fuchs Sven-Sören Christoffersen, der zunächst auf der Spielmacherposition beginnt und in dieser Szene seinen ersten Treffer zum Ausgleich erzielt. Bei den Füchsen trifft immer wieder Petar Nenadic. Im ersten Durchgang gehen 5 Treffer auf sein Konto. Mitte der ersten Hälfte laufen die Angriffe der Hausherren zumeist flüssig. Fabian wieder auf Matthias Sachisson, und dieser hat keine Probleme. Doch die Gäste kommen immer besser in die Partie. Der Wurf von Paul Drucks wird geblockt und dann rollt Hannovers Tempo-Gegenstoß 13:13. Nach Martin Zimmers starker Parade gegen Matthias Sachisson kann Sven-Sören Christoffersen auf 13:16 für sein Team erhöhen. Der Wurf ins leere Berliner Tor ist gleichzeitig der Halbzeitstand. Der zweite Durchgang beginnt wieder mit einem Treffer von Christoffersen. Die Recken ziehen nun erst einmal davon. Nach Kai Heffners Pfostentreffer verkürzt Frederik Petersen auf 17:20 aus Berliner Sicht. Und die Mannschaft und Kapitän Ica Romero kommt dank einer verbesserten 6:0-Deckung
wieder ins Spiel. Nach Ica Romeros Faustballeinlage steht es nur noch 18:20. Peter Nenadic, der insgesamt 13 Treffer erzielt, trifft nun praktisch immer 20:22. Doch letztlich verpassen die Hausherren immer wieder die Gelegenheit, die Partie zu kippen und verlieren so am Ende mit 28:29 gegen Hannover-Burgdorf. Wir haben 60 Minuten, wir müssen 60 Minuten konzentrieren, 60 Minuten gutes Spiel, 60 Minuten kämpfen. Die Füchse müssen nun die richtige Antwort auf die zwei Niederlagen der vergangenen Woche finden. Wir haben gerade im Spielbericht gesehen, dass ein Ex-Fuchs mit der 66, Sven Sören Christoffersen, relativ gut gespielt hat. Mit dem hast du auch schon hier gesessen. Da ging es um eine Rose. Kannst du dich noch erinnern, worum es ging? Welche Rose meinst du jetzt? Da warst du, glaube ich, der Rosenkavalier. Ach so, ja, natürlich. Da kann ich mich noch gut daran erinnern. Ich dürfte die Rosen an 15 hübsche Frauen verteilen. Waren das 15? Ich weiß, 16? Es war die ganze Spörfüchsen-Frauenmannschaft also. Pavel, der Rosenkavalier, heute konntest du nicht helfen, du musstest mit ansehen, wie Smör ein gutes Spiel macht, schenkt unseren Jungs was ein. Ist man dann besonders motiviert, wenn man gegen einen ehemaligen Mitspieler spielt? Auf jeden Fall. Ich kann es selber bestätigen nach dem Spiel im letzten Jahr in Göppingen. Das war für mich ein sehr besonderes Spiel und wollte alles dafür tun, das Spiel zu gewinnen. Und leider hat es mir genauso viel Glück und dürfte, wie ich letztes Jahr, und dürfte das heute oder den Sieg bei seinem vorherigen Verein genießen. Wie sieht das aus? Also als Sportler verliert man ja nur ungern. Du gehst ja relativ viel Golfen. Gewinnst du oder verlierst du ganz oft? Nein, beim Golfen ist zum Glück jeder sein eigener Gegner. Man kann natürlich kleine Spielchen unter den Mitspielern spielen, aber im Endeffekt spielt man gegen sich selber und man will selber besser als vor an dem anderen Tag wieder sein. Aber ich muss jetzt auch sagen, dass ich nicht mehr so viel Golf spielen kann, weil die Sommervorbereitung, die war sehr hart. Da kann man schwer die nächsten Kräfte und die noch ersparten Kräfte für Golfen ausgeben. Das funktioniert leider nicht und jetzt dadurch, dass ich ein bisschen angeschlagen bin, ist mir das Golfspiel auch nicht ermöglicht. Aber ihr wart Golfspiel und du warst mit deinem Mannschaftskollegen bei den Füchsen und bei der tschechischen Nationalmannschaft unterwegs, Pavel Horák und Peter Stochel beim Golfen. Ahoj, ja jsem Pavel Horák a dnes budeme učit hrát Petra Stochla Golf. Golf ist seine Leidenschaft. Wie ein Weltmeister trainiert hier im Golfhaus Mitte Pavel Horák, wann immer es geht, an der Verbesserung seiner Skills und daran, seine Wette gegen Ex-Mitspieler Sven Sören Christoffersen zu gewinnen. Nun soll der tschechische Rückraumspieler seinem Landsmann Peter Stochel die Faszination Golf näher bringen. Ich finde Golf auch ganz interessant. Das einzige Problem ist, dass dazu braucht man auch sehr viel Zeit. Und so viel Zeit habe ich nicht jetzt gerade. Und deswegen will ich nicht anfangen, weil wenn ich fange mit irgendwelchen Sportarten an, dann will ich immer deutlich besser werden als einen Tag vorher und dafür habe ich keine Zeit einfach. Ja, stell dich einfach hin und schlag ein paar Bälle ab. So machst du das? Dann hast du Ellbogenschmerzen. Wirklich, ja? Ja. Und das nur so, ja? Aha. Okay. Alle wollen sich verstecken. Ich hab's getroffen! Er übt zu Hause auch, ja, und schießt die Softbälle gegen den Vorhang im Wohnzimmer. Er hat auch seinen eigenen Golfschlägersatz. Kann sich aber noch, hat sich leider noch nicht entschieden, auf welche Seite er spielen wird. Weil Golf kann man natürlich auf die rechte Seite, so auch auf die
linke Seite spielen. Und da mangelt es halt beim Peter. Der ist halt so unentschlossen, was das Golfspiel angeht. Und er sagte mir mal, solange er es nicht herausfindet, für welche Seite er bestimmt ist, wird er nie mit dem Golfen anfangen. Er fliegt noch, guck mal. Ja, der liegt. Sehr gut. Ja, da ist nichts dazu sagen. Und es hebt sich, ja. Perfekt. Er ist perfekt, er kann alles. Nein, nächster Sportart. Wenn du ein paar Infos bekommst, wie du das machen sollst, dann machst du sowas. Dann, denkst du dann drüber nach, schon du stehst, konzentrierst dich an den Ball, an die Bewegung und dann gehen dir durch den Kopf nur die Gedanken, das muss ich richtig machen, das. Und dann funktioniert es einfach nicht. Dago, sag uns irgendwas, was wir spielen und wie wir das spielen müssen. Und das könnte man dann besser umsetzen, wie beim Golfen. Da kommen viele, viele Neuigkeiten, die ich noch nicht kenne. Und damit muss man sich erst auseinandersetzen. Und ich trainiere natürlich Handball deutlich mehr als Golf. Die Anweisungen seines Handballtrainers Dago Sigurdsson kann Pavel Horak also deutlich schneller umsetzen. Für die Umsetzung der Tipps und Tricks rund um das Thema Golfspielen braucht der 31-Jährige eine längere Trainingszeit. Nach einem kurzen Crashkurs in puncto Schlägerhaltung und in Sachen Kraft-Technik-Verhältnis geht es dann noch einmal in einen anderen Raum. Also jetzt suchen wir uns einen Putter aus für den Peter, weil Peter älterer Herr ist, man kann sich auch so einen Putter aussuchen, nämlich wenn man puttet, man kann dann auch machen, weil viele schauen sich die Linie an, also gehen in die Hocke, auf den Boden, gucken sich das Ganze an, damit die Linie sehen, gibt es auch so einen Marken auf dem Ball, wo man die Linie anschauen kann, oder man hat so einen Putter für Peter. Ja, da die Linie man ist da, ja klar. Stell sich den Putter so hin, geht einfach weg, guckt sich das an. Ja, zum Beispiel so. An, kommt wieder zu dem Ball, endet es ein bisschen. Und dann dreht er sowieso nicht. Kommt wieder weg und denkt, also es schont den Rücken. Und dann mach mal. Und dann guck mal, ja? Schade. Gib mir eine richtige Patte. Das ist richtiger Patte. Das ist schwer. Aber der steht einfach so. Wenn du den abstellst, ist er. Aber ich bin Profi jetzt, guck mal. Ja. Sehr gut. Ich hatte das öfters mal in Göppingen gemacht, dass ich, wenn wir am Samstag gespielt haben, bin ich dann am Sonntag früh los. Und es war mir egal, ob ich mit jemandem gegangen bin oder allein. Ich habe es einfach, man ist einfach draußen auf den schönen gepflegten Rasenplätzen. Es macht Spaß, es ist, man fühlt sich halt wohler danach auch. Wenn wir auch andere Sportarten machen können, zwischendurch, dann ist das natürlich für den Kopf ganz gut. Weil da denken wir an ganz andere Sachen als an Handball und das bringt sehr, sehr viel. Man kann sich sicher sein, dass wenn Pavel Horak seine Verletzung auskuriert hat, er weiter wie ein Weltmeister trainieren wird. Und wenn es die Zeit erlaubt, wird Peter Stochel mit Sicherheit auch das ein oder andere Mal mit von der Partie sein. Jetzt darfst du schon beim Spiel nicht mitspielen und jetzt durftest du beim Golf auch nicht mitspielen. Du bist gerade ganz schön geläutert. Ja, es ist nicht die einfachste Phase für mich, obwohl das Golfen stört mich am wenigsten. Damit habe ich ja keine Probleme, das ist nicht mein Beruf, damit verdiene ich ja keinen Unterhalt. Du bist geholt worden, um Tore zu werfen. Es stand letztens in der Zeitung von Bob, er erwartet einfach mehr. Motiviert das oder demotiviert das? Es kommt darauf an, wie man es nimmt. Wenn man sich da ungeschickt anstellt, dann können solche Worte auch demotivieren. Aber das war ja klar, dass auch ich nicht
ganz zufrieden mit meiner Leistung in letzter Saison sein kann, weil ich ja die zweite Hälfte von der Saison nicht spielen konnte. Also da hätte ich auch meine ganze Leistung nicht abrufen können. Und dann hoffe ich mal, dass das nicht die Fortsetzung von letzter Saison ist. Wir haben ja gerade relativ viele Spieler entweder angeschlagen oder nicht mit dem nötigen Selbstvertrauen oder so verletzt, so wie du, dass sie gar nicht spielen können. Kolja Löffler, Bartolomej Jaszka, Denis Bolaric, jetzt noch du. Das sind natürlich schon alles Gründe, warum es vielleicht nicht 100% laufen kann. Ist denn in der Mannschaft alles in Ordnung, wo man sagt, alles klar, wir kommen da jetzt raus aus der sogenannten kleinen Mini-Krise. In Minden verloren, jetzt zu Hause verloren. Jetzt muss es natürlich ganz schnell weitergehen. Jetzt kommen auch relativ viele harte Gegner. Ich bin zwar jetzt, oder ich verbringe nicht so viel Zeit mit der Mannschaft, aber da stimmt alles. Das ist einfach die spielerische Seite nicht in Topform und das zieht uns nach unten, weil das, wie gesagt, das sieht man auch. Fast keiner Spieler erreicht seine beste Leistungen von den vergangenen Jahren. Es ist alles ein bisschen schwerfällig und wir kämpfen natürlich dagegen, wir stemmen uns dagegen und versuchen alles dafür zu tun, dass es wieder so schnell wie möglich besser läuft. Das mentale Selbstvertrauen fehlt gerade ein bisschen. Das sieht man schon an vielen Stellen. Was denkst du, sollten wir tun? Da muss jeder alleine damit klarkommen. Es könnte auch sehr wenig dazu reichen, das Ganze wieder umzudrehen und wieder alle Spiele zu gewinnen und wieder Erfolge zu feiern. Es kann ein gutes Spiel sein. Es könnte einiges ausmachen, aber ich bin ja auch kein Mentalcoach und ich sehe auch nicht in die Köpfe der anderen Mitspielern. Und ich glaube, da sind alle richtige Profis und jeder muss wissen, was demjenigen gut tun und was derjenige braucht. Also ein gutes Spiel als Initialzündung würde mir spontan einfallen, 11.10., 16.15 Uhr hier gegen den THW Kiel. Es gibt, glaube ich, noch 200, 300 Karten. Die Hütte wird voll sein. Da sollte jeder motiviert sein. Ich bedanke mich bei dir, wünsche dir alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und dann du auch in einem Füchse-Trikot mit der Nummer 28, Pavel Horak. Danke, das hoffe ich auch.